Die Nürburgring-Nordschleife ist extrem anspruchsvoll. Sie verzeiht keine Fehler. Wenn ein Auto hier schnell ist, dann ist es überall auf der Welt schnell. Wir haben uns entschlossen, die Produkte von Manta ins Angebot von Techquipment aufzunehmen. Und wir werden mit einem GT2 RS mit eben genau diesem neuen Techquipment-Zubehör hier auf der Nordschleife fahren und zeigen, was Manta entwickelt hat, um eben die Performance eines ohnehin schon extrem performanten Fahrzeugs noch weiter zu steigern. Deshalb sind wir auch heute wieder hier, um eben genau das jetzt zu beweisen. Wir haben ein anderes Fahrwerk im Auto, die Abstimmung ist perfekt, speziell auf der Rennstrecke, noch mehr Kontakt zur Fahrbahn. Das Auto ist nicht härter geworden, es stützt sich einfach nur schöner ab. Der Reifen funktioniert auf diese eine Runde einfach unglaublich, also es ist einfach so nahe an dem Slick-Reifen, das Grip-Niveau, was das Auto bietet. Speziell die Aerodynamik ist für mich der Hauptpunkt. Bei 200 km/h ungefähr das doppelte Abtriebsniveau. Gibt mir viel Vertrauen, macht das Auto ruhiger und fahrbarer. Wie immer in der Technik und beim Rennen geht überhaupt noch was. Man arbeitet dran, es gibt viele Ideen, viele talentierte Ingenieure, Fahrer und eben extrem viel Rennerfahrung, extrem viel Nürburgring-Erfahrung. Und genau das steckt alles drin in diesem Produkt und in diesen Ideen. Und dann geht immer was. Wir sind super zufrieden und hoffen, dass die Zeit eine Weile Bestand hat. Am Ende des Tages ist das Paket so gut und fährt auf einem unfassbar hohen Niveau. Sowas mit Straßenzulassung zu bekommen, ist schon geil.